Mein Name ist Stefan Heinrich, bin Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Tumorchirurgie hier im Mutterhaus in Trier. Es gibt verschiedene Arten der minimalinvasiven Leberchirurgie, klassischerweise laparoskopisch. Da werden solche komplett starren Instrumente benutzt. Alternativ können handassistiert laparoskopische Eingriffe vorgenommen werden oder das robotische System verwendet werden, wie Sie das hier sehen. Und die Instrumente haben jetzt den Vorteil, dass sie in allen drei Richtungen bewegt werden können und damit eine viel größere Beweglichkeit bei der Resektion ermöglichen. Die minimalinvasive Leberchirurgie hat natürlich viele Vorteile. Einerseits einen kosmetischen, aber auch funktionellen. Die Patienten haben weniger Schmerzen, können früher aus dem Krankenhaus entlassen werden, haben eine bessere Lebensqualität und es gibt bei verschiedenen Tumorarten auch Hinweise darauf, dass dieses minimalinvasive Vorgehen auf das Langzeitüberleben einen Einfluss hat. Generell kann jede Leberoperation theoretisch minimalinvasiv durchgeführt werden. Es ist allerdings so, dass es einige Patienten gibt, die sich dafür nicht eignen, unter anderem, wenn schon eine offene Leberoperation vorgenommen worden war. Wenn die Tumore so liegen, dass man relativ viel Gewebe nur wegen des minimalinvasiven Zuganges mit entfernen müsste oder wenn viele Tumore entfernt werden müssen, weil an dieser Stelle einfach die Operationszeit dann viel zu lang wird. Ich führe seit über 15 Jahren minimalinvasive Leberresektionen durch, beschäftige mich seit dieser Zeit wissenschaftlich und auch klinisch mit diesem Gebiet. Und hier am Mutterhaus Klinikum in Trier bieten wir alle Varianten der minimalinvasiven Leberchirurgie an, laparoskopisch, handassistiert und robotisch assistiert, weil wir von dem Vorteil für unsere Patienten überzeugt sind.